So, Leute, seid ihr bereit oder was? Schatzi, bringst du mir noch ein Bierchen oder was? Jetzt zeige ich euch erstmal. Leute, ihr wisst, ich habe einen Kinofilm dieses Jahr gedreht. Pass auf, ich zeige euch jetzt den Trailer. Ihr müsst aber in erster Linie, ich sag euch, ihr wisst, es ist ein Jugendfilm. Die Leute, die unter meinen Instagram-Post schreiben, Müll oder Dreck oder so, es ist ein Kinder-Jugendfilm. Es ist ein Kinder-Jugendfilm. Ja, natürlich ist andere werden sich bei Action irgendwas anderes vorstellen, aber ich zeige euch jetzt den Trailer. Der erste Trailer ist raus in den Trends auf Platz 5 bei YouTube, Alter. Das ist schon mal geil. Warum habe ich in dem Kinofilm mitgespielt? Weil das für mich, Hasi, willst du es beantworten? Beantworte du mal für mich von meiner Lebensgefährtin. Noch Lebensgefährtin, wenn sie nicht immer gleich so spurt. Weil du so schön bist, dass man dich mal gesehen haben muss, deswegen spielst du da mit. Zufrieden jetzt. Hast du gut gemacht, jetzt bring ein Bier noch. Du hast mich blamiert von den Leuten, reiß es zusammen. Du hast mich blamiert. Komm schon an die Leine. Geh. Ich hol dir kein Bier. Bitte hol mir ein Bier, bitte. Ich hab nur Spaß gemacht. Ja, sag. Ich mach doch nur Spaß vor der Kamera. Sag alles, wie es wirklich ist. Es tut mir sehr leid. Hol bitte ein Bier, ich komm doch jetzt in Aufstehen. Warum habe ich im Kinofilm mitgespielt, Leute? Na, ey, so ein Angebot, ganz ehrlich. Wer hätte auch ja gesagt? Da ruft dich jemand an, Torge Ulrich, mit Regisseur und sagt, Knossi, willst du in dem Kinofilm eine Hauptrolle spielen? Eins im Chat, wer da sagt, oh mein Gott, Alter, ich? Ehrlich, ich? Wir brauchen einen vercrackten, verkoksten Lehrer, den spielst du. Ehrlich? Wirklich darf ich den vercrackten Lehrer spielen? So reagiert, ist doch Wahnsinn, oder nicht? Wahnsinn. Und jetzt zeige ich euch Kartoffelsalat 3. Einige wundern sich, warum Kartoffelsalat 3? Den ersten Teil gab es, ja, den ersten Teil gab es. Den zweiten hat man weggelassen, weil die zweiten immer schlecht werden. Also machen wir den dritten. Also Freunde, genießt den Trailer, denkt dran, es ist ein Jugend- und Kinofilm, Teenie-Film. Ich kann noch nicht verraten, aber es lohnt sich, meine Szenen. Wer jetzt schon so ein bisschen drauf achtet, merkt, meine Szenen sind speziell. Wir gucken mal rein. Wer weiß, gibt schlechte Nachrichten. Martin Semmelrogge, Jungs, das ist doch Qualität! Eins in Chat! Wenn wir auf uns aufmerksam machen wollen, dann müssen wir diese Schule wieder... Da bin ich! Am Dings-Projektor! Ich weiß nicht, wie das Ding heißt! Der Regisseur, du spielst am Projektor rum, Alter! Einen halben Tag habe ich nur am Projektor rumspielen dürfen! Einen halben Tag! Auf, zu, hoch, runter! Ich wusste gar nicht, wie das Ding... Ohne Scheiß! Mir Schatz, sie hat Bier gebracht, damit ihr mal hört, wie die hört! Fifi! Ey, wie RTL morgen bei mir. Weil das Schöne ist, bei mir weiß aber RTL ist eh nur Spaß. Er weiß, gibt schlechte Nachrichten. Ich weiß nicht warum, aber bei Martin Semmelrogge muss ich immer an kritische Masse denken. Wem geht's auch so? Ich weiß nicht warum. Wenn wir auf uns aufmerksam machen wollen, dann müssen wir diese Schule wieder attraktiver machen. Wir brauchen eine gute Idee, Leute. Ehrlich gesagt hätte ich ein Musical vorgeschlagen. Streber immer vorne, gell? Sag ehrlich. Gleich die erste, Lea, gleich die erste, die weiß. Ich muss dazu sagen, sie ist noch mehr Hauptdarsteller als ich. Sie ist noch mehr Hauptdarsteller als ich. Gutes Mädchen, freue mich sehr. Zusammenarbeit war schön, auch mit Torge Ulrich. Dem, unserem Ulrich, ich hätte mir wäre fast ein anderes Wort raus. Ulrich, Freunde, wir machen weiter, Ruhe. Und wer jetzt hofft, wer hofft jetzt, dass ich auch so rumspringe im Kinofilm? Seid ihr blöd oder was? Wer hofft, dass ich so rumspringe im Kinofilm? Wer hofft das? Illa, Junge, könnt ihr euch abschminken. Ich hüpf nicht rum. Ich spring nicht rum, ich kommandiere, Freunde. So, bei der Szene, da wisst ihr schon Bescheid. Wer freut sich? Ah! Oh, Baby, was hab ich da gedreht, Alter? Was hab ich da gedreht? Man könnte meinen, der sexuelle Akt läuft ab sofort bei Frauen mal nebeneinander ab. Nebeneinander. Ab sofort steht man nur noch nebeneinander. So läuft der sexuelle Akt. So hat's Gott sich überlegt. Guck's dir an. Guck dir Blümchen an, wie sie neben mir genießt. Guck dir Blümchen an, wie sie genießt. Brudi. Ohne Scheiß. Ich kann euch sagen, dieser Drehtag... Boah, das war einer der krankesten Drehtage für mich ever. Hey, ich will ohne Scheiß, ihr denkt alles ist so einfach. Es ist so einfach zu Schauspielern. Ich bin kein gelernter Schauspieler. Es ist mega schwer, weil ihr euch das vorstellen müsst. Was wisst ihr, was ich in dem Moment gedacht habe? Was denkt ihr, was ich in dem Moment gedacht habe? Was denkt ihr? Dass ich Durchfall hab und die ersten Tropfen schon hinten rauskommen, wenn ich nicht gleich eine Schüssel sehe, scheiße ich euch allen auf die Füße. Das habe ich gedacht. So habe ich mir einbilden müssen, versteht ihr? Einbilden. Guckt ihr das doch mal an hier.
Das ist doch, guck mal, das ist Kunst. Guck mal, Kathi an, Kathi Karrenbauer, Walter vom Frauenknast. Ah, ich kann euch sagen, es wird ein schöner Film. Es wird ein schöner Film. Wir gucken weiter. Menderes Bakci. Mega. Sie können nicht einfach alles annehmen. Sie müssen auch mal schimpfen. Entschuldigung, raus. Bin ich zu spät? Geh, mach den Abflug raus. Ihr könnt euch vorstellen, welche Richtung meine Rolle geht. Wer sagt, da ist die G-Rolle vergeben. Da haben wir doch den Gangster des Kinderfilms. Der Gangster des Kinderfilms ist der Mann mit der Krone, oder nicht? Einzelchat. Und das, was du in deinem Arsch fühlst, ist gleich die Spitze von meinem linken Schuh. Zum Beispiel in diesem Moment hier. Die Szene werde ich euch jetzt nicht verraten. Aber in dieser Szene hier sieht man ja, wo ist er denn? Wo ist die Szene? Wo ist die Szene? Da hab ich gedacht, ich hab einfach echt mal das Down-Syndrom kurz für diese Szene. Steht mir doch, oder so ein Kochoutfit, sag doch mal ehrlich. Guck dir mal den Ulrich an, wie der aussieht. Guck dir mal den Ulrich an. Ich freu mich riesig, ey. Ich hab die Regie gemacht. Ich kündige. Da habt ihr das gehört, wer hat die Regie gemacht, wer? Da weiß doch jeder, das ist ein Film von mir. Das ist ein Film von mir. Und nur der König tritt im Kinofilm natürlich auch auf. Mit Krone, wie sich das gehört. Die Blicke drumherum könnten aber auch mehr lächeln. Wie guckt Blümchen überhaupt mich an? Leute, das wird die Geschichte des deutschen Films neu schreiben. Leute, ohne Witz, ey, ich freue mich drauf. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, so einen Kinofilm zu drehen. Ohne Witz, das ist geisteskrank. Ich freue mich einfach drauf, bei dieser Premiere zu sein. Auch da kann man hinkommen. Ich werde alles verkünden, wenn es soweit ist, Leute. Da ist er doch, euer König. Ich kündige. Und da ist auch mein Freund, mein guter Freund, der Jan. Wer kennt ihn? Gewitter im Kopf. Spielt auch eine kleine Gastrolle. Durfte mitspielen. Stand da, wir haben gesagt, komm rein. Machst du ein bisschen Witze. Ich kündige. Fertig. Super dabei. Ich freue mich drauf. Am 30. Januar im Kino. In allen Kinos. Und das, weißt du, was mir auch gefallen hat? Kritische, guck hin. Guck mal hin. Guck hin. Erstmal habe ich nicht verstanden, warum bin ich Co-Starring? Warum bin ich nicht oben erste Reihe? Warum bin ich Co-Starring? Jetzt ist irgendwas abgebrochen hier, Blatt. Warum bin ich Co-Starring? Starring Lea Merziani, Marta Schkops, Nicole Ross, Jasmin Wagner und Törge Ölreich. Warum bin ich Co-Starring? Und warum komme ich erst nach TC? Warum komme ich erst nach TC? Jens Knossi Knosalla, warum nicht oben? Warum nicht oben dabei? Ein schönes Herz, Kathi Garnbauer noch hinter mir. Da habe ich gedacht, okay, kann ich mitleben. Kathi Karrenbauer noch hinter mir, letzte in der zweiten Reihe. Also ich sage, Martin Semmelrogge unter mir. Martin Semmelrogge, Simon Will, ein Stock tiefer. Benny Wolter, ein Stock tiefer. Und dann kommen die Guest-Starring. Joyce Ilk und Natascha Ochsenknecht. Komm, weißt du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ist gut, dürft da nochmal mitmachen. Die Lochis, dritte und vierte Reihe. Normal, da bin ich dann konform wieder. Freunde, ganz ehrlich, wie hat euch dieser Trailer gefallen? Ich kann euch nur sagen, es ist eine Komödie, Liebesfilm, Teenie, Schulding in einem. Also, es wird nicht unbedingt die meisten hier per Zielgruppe treffen, aber ich glaube, mit dem ersten Teil hat das gar nichts mehr zu tun. Das heißt, wer diesen Film sieht, ist komplett was Eigenes. Völlig egal, was in einem anderen Teil gelaufen ist. Freut euch drauf, glaubt mir, ich bin aus mir rausgegangen, ich habe das Beste versucht und ihr seht es auch hier. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Ich wurde auf jeden Fall vom Regisseur gelobt dafür, dass ich kein Schauspieler bin und der Regisseur ist ein Hollywood-erfahrener Typ, die auch schon bei Django Unchained und so mit bei der Produktion 300 Tage mit Leonardo DiCaprio waren, Michael Pate und so. Deswegen, dann glaube ich dem, sagt mal ganz ehrlich, dann glaube ich dem. Aber, ohne Witz, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da reingehen, wenn nicht, ich bin euch auch nicht böse, ne? Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn so ein Kinofilm in Deutsch, in dem ich mitspiele, ein bisschen mehr als Fuck You Goethes, verstehst du? Nur ein bisschen mehr, weil das ist unser Konkurrenz. Fuck You Goethe, Elia Barre. So, Freunde, das war's eigentlich auch schon. Schön auf der Streaming-Seite angucken für umsonst. Hallo, das wird nicht gemacht. Du zahlst den Achter und gehst ins Kino. Mal ein bisschen soziale Kontakte pflegen, SC-User. Kann dir nicht schaden, glaube ich. Es kommen noch weitere Trailer, ne? Das war nur ein Teaser. Es kommen auch noch andere Trailer. Da seht ihr wieder andere Szenen. Es wird eine Kinotour geben und ich werde den einen oder anderen Stop mitmachen. Kann sein, dass ich in deiner Stadt bin und wir den Film gemeinsam angucken. Wer hätte Bock? Einzelchat. Ja, Müll, Leo. Für dich ist es vielleicht Müll. Du guckst halt gern Terminator und sowas. Verstehe ich auch. Das ist ja auch, ich habe ja gesagt, nicht unbedingt für unsere Zielgruppe komplett.
Bye.